Moin, moin, meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 hier auf Kante Zockt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich darf begrüßen an meiner Seite den lieben Manu. Aloha, und es war gerade der 11.06. Wäre mein 31. gewesen. Oh, das war noch Zeit. Nee, halt, 21. Entschuldigung, 21. Ja, lang ist es her. Da bin ich gerade mal 18 gewesen. Das stimmt. Ich bin ja 3 Jahre vor dich. Ja. Genau. 18 plus 3 sind 31. Okay, pass auf. Wir hatten eben schon mal einen Abbruch einer Aufnahme. Da möchte ich jetzt ganz ehrlich sein. Ich weiß noch nicht, ob ich den davor schneide. Ich glaube aber nicht. Da hatten wir das Problem, dass er sich daran aufgehängt hat, eine Schiffslinie zu erstellen auf dieser Länge. Jetzt wissen wir noch nicht ganz, woran es im Endeffekt gelegen hat, aber es gibt folgende Sachen, ja, die wir daraus gelernt haben. Wir haben jetzt gelernt, wenn die doppelseitig belegt sind, so wie die 1 und die 14, sind nur 168 Kapazität. Wenn die einzeln belegt sind, so wie auf der 2, haben wir 336 Kapazität. Das ist das eine, was wir bemerkt haben. Dann haben wir bemerkt, dass wir den Hafen etwas groß gebaut haben. Pass auf, konfigurieren. Und zwar, wenn wir jetzt hier noch was dran bauen wollen würden, dann, achso, das ist jetzt nicht so der gute Vorschlag, hätten wir hier noch eine Möglichkeit, aber hier draußen schon wieder nicht mehr. Wo haben wir denn noch was Besseres zu sehen? Warte mal, da. Da, genau. Da haben wir hier überall die Pfeile und da auch, aber hier nur noch ein. Also hier sind wir über die Grenzen hinaus. Das heißt, wir werden jetzt das Ding abreißen, genauso wie das und das. Auf der anderen Seite genauso, das heißt, wir sind einfach zu groß geworden mit dem Hafen. Dann haben wir hier doppelt belegte, das heißt, wir werden jetzt immer einen rausnehmen. So, dass der hier einzeln belegt ist, der hier einzeln belegt und der. Dann haben wir nämlich mehr Kapazitäten an den Anlegestellen. Und das müssten wir trotzdem eigentlich so hinkriegen. Reißen wir jetzt die Plattform auch mit weg? Ich würde es mal drin lassen. Okay, also wenn er abbricht, versuchen wir es nochmal, sagst du. Finde ich gut. So, dann haben wir jetzt den Hafen ausgebessert. Hier seht ihr jetzt auch, dass die Kapazitäten höher sind. Da haben wir keine mehr mit den Hälften drin und das passt dann auch so. Gut, jetzt müssen wir drüben in Zittau das Ganze nochmal machen. Da haben wir erstmal hier noch für den Fernbus etwas. Ja, der Fahrzeuge ist, ja, verwalten. Da hat der Bürgermeister sich nämlich gewünscht, dass wir da unsere 9O405er Gelenkbusse einsetzen. Gucken wir mal, finden wir irgendwo einen? Da ist doch glatt spontan einer. Den gucken wir uns mal an. Guck mal, wunderhübsch. Und wenn ihr den auch haben wollt, den Mod, den haben wir schon direkt mit reingelegt in die Modliste. Mhm. Und Manu hat, glaube ich, noch was gemacht. Ja, auf vielfachen Wunsch habe ich jetzt Aktualisierungsdatum eingefügt. Das heißt, ihr seht dann ab Folge 73 sind die drin. Das steht dann auch mit Datum von der Aufnahme und der Folgenummer drin, ab wann die in der Modliste aufgetaucht sind. Also genau. Wenn ihr reinschaut, seht ihr, gibt es was Neues, gibt es nichts Neues. Anhand des Datums ganz oben und hinter der jeweiligen Eintrag habe ich dann nochmal eine Spalte gemacht, was an dem Tag dazu gekommen ist. Also wenn das kein Service ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Vielen Dank, Manu. Gerne, du. So, hier haben wir jetzt ordentlich Leute zu stehen, aber ich glaube, wir haben ein bisschen Kapazität, ne? Aber wir haben gar keine Wartehäuschen, aber 240, also da wir jetzt ja mehr Gelenkbusse da fahren haben, ist das durchaus in Ordnung. Vielleicht ein Wartehäuschen am Anfang als Regenunterstand machen. Nee. Will ich nicht. So, wir planen jetzt nochmal den Hafen zu bauen. Da gucken wir mal. So. So ungefähr soll das nachher aussehen.
Ach, warte, da bauen wir nachher anders rüber. Gebäude. Einsteigen und hinsetzen, bitte. Nächster Halt, Kantonpolis. Dann haben wir hier den. Größe groß. Kapazität verdoppelt. Ja. Ich glaube, den kann ich hier noch nicht platzieren. Ja, es wird ein bisschen eng mit dem Wasserzugang. Ja, ne? Busy. Ja. Ich glaube, da musst du nochmal Bernies Erdentsorgungsunternehmen beauftragen, hier ein Loch zu bohren. Bernie Buddelbert. Eddie Erdmann. Master of Sand, Gravel. Den bekanntesten Charakter aus der gesamten Transport Fever und Grüße gehen an den Erfinder heraus. Genau. Falls er sich die Folge anschaut, schönen Gruß, Groot. Einer unserer treuesten, im Moment etwas leiseren Zuschauer. Genau. Er schaut aber immer noch, habe ich mitgekriegt. So, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen versuchen, bevor ich jetzt hier die große Umbauaktion wieder starte. Halt dann am Silbersee, verliert sie den Wald. Also die Rezession greift auch hier um sich. So, das heißt, wir haben hier jetzt den Anleger. Dann wollen wir jetzt mal gucken, dass wir den noch ein bisschen freibuddeln. Dass die Schiffe hier auch anlegen können, wenn sie wollen. Man sieht ja nichts, wenn man da nicht unten gucken kann, ne? Das ist ja schon echt hart. Schwierig. So, das müsste jetzt aber reichen. Wir müssen jetzt nämlich ein bisschen experimentieren. Das hat vorhin, wie gesagt, hat uns das komplett jedes Mal rausgehauen. Wir haben eine Lösung gefunden. Es gibt einmal die Lösung, dass man zum Beispiel jetzt verschiedene Häfen hinsetzt. Also hier noch einen Hafen zum Beispiel, hier einen Hafen hinsetzen. Und beim Eisenhafen, dann kriegt man die Verbindung ohne Probleme hin. Wir wollen jetzt aber auf normalem Wege versuchen. Und zwar werden wir da jetzt mit ein paar mehr Wegpunkten arbeiten. Hier werden wir die Ausfahrt machen. Hier vorne die Einfahrt. Und dann zum einfacheren und schöneren Fahrweg werden wir da auch noch reinsetzen. Und dann bin ich jetzt sehr gespannt. Also ich bin wirklich sehr gespannt, ob wir das jetzt wirklich, wir haben es eben mehrmals ausprobiert. Wir haben bestimmt eine Stunde daran rumgedoktert, das hinzukriegen. Das war wirklich eine harte, harte Nuss. Schiffslinie. Lorch. Zittau. Daddy. Stahl. Sorge. Stahlproduktion. Produktion. So, Schiffslinie. Leuchtet da. Das heißt, wir fangen hier an. Der wird jetzt ein bisschen brauchen für die ganzen Punkte. Da müssen wir jetzt ein bisschen Geduld haben. Ich weiß nicht, ob ihr auch solche Probleme habt. Ihr könntet ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da auch irgendwelche Probleme bei hattet. Das Plus geht gleich kurz weg. Nicht erschrecken, aber er müsste das eigentlich hinkriegen. Das dauert ein bisschen. Ja, er hat es hingekriegt. Also jetzt sind wir schon mal weiter als beim letzten Mal. Dann gucken wir, dass wir den Wegpunkt hier nehmen. Ich habe gedrückt und jetzt geht das Plus gleich wieder weg. Dann habe ich meinen Kreisel, also so ein Ladezeichen. Und wir sind dann Mauszeiger gar nicht. Genau, ihr seht den nämlich nicht. Aber auch das kriegt er bestimmt hin. Du schaffst es. Be patient, no panic, it's just real life. Daumen drücken. Kollege es immer so schön ausgedrückt hat.
Also ich will das halt wirklich versuchen, ohne die Häfen hinzukriegen. Wenn ich jetzt hier überall einen Hafen hinsetzen muss, das, nee, das ist eigentlich nicht so das, was ich mir wünsche. Ja gut, wir gehen halt auch technisch an die Limits jetzt mit solchen großen Häfen. An Routen mit vielen Kurven drin. Ja. Er kann ja nicht direkt berechnen. Das ist ja das. Versucht er jetzt eine Route zu berechnen aufgrund der Wasserstrecke. Genau, Hin- und Rückweg. Hin- und Rückweg, das ist ganz wichtig. So. Das hat er auch hingekriegt. Wie gesagt, manchmal muss man dem ein bisschen Zeit geben. Und wir gehen jetzt ins Extreme und gehen jetzt einfach mal absolut krass schnell mal hier hinten. Ich habe geklickt, nehme die Hand wieder weg. Das Plus geht gleich wieder für euch weg. Dann lädt er wieder. Und dann hoffe ich, hat er die Verbindung hingekriegt. Das wollte ich jetzt erstmal rauskriegen, ob das klappt. Und das klappt sehr gut. So, dann wollen wir den noch haben. Den will ich noch haben. Das ist mein Wunsch. So, und dann gucken wir mal. Die Strecke einmal kreuzte sich, zweimal kreuzte sich. Da können wir vielleicht nachher noch was machen. Aber erstmal bin ich froh, dass wir das überhaupt so hingekriegt haben. Da hat er, wie gesagt, letztes Mal mich jedes Mal rausgeschmissen aus dem Game. Das hat mich sehr, sehr viel Zeit und auch Frust gefrustet. Aber, wie gesagt, wenn ihr sowas habt, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht mache ich da dann noch ein Tipps- und Tricks-Video zu. Vielleicht ist euch ja sowas auch schon mal passiert. Und ihr sagt, oh, das wäre so super, wenn du das machen würdest. So, und jetzt wollte unser Hafenmeister hier ja so verschiedene Sachen genau, ne? Ja, wollte so ein bisschen Querverkehr haben. Genau. Aufpassen, dass du nicht wieder zu lang wirst. Also das reicht ja schon. Genau. Gleichmäßig, ungleichmäßige Abstände? Ja, die sind wirklich diesmal gleichmäßig geworden. Man soll sich ja wundern. Das heißt, wir gehen jetzt immer innen rechts ran. Ja, bitte. So. Ich würde erst umlegen, vorne noch ein Ding bauen. Gleich am Anfang. Ein Ding. Eine Anlegestelle, genau. Dann kannst du die ja in der Mitte wegreißen. Ja, ich würde erst umlegen, klar. So, das heißt, wir wollen jetzt in Zittauhafen auf Terminal 1. Das ging flott. Ersatzweise 2. Ersatzweise 3. Sehr gut. Jetzt hat er noch eine Kreuzung eingebaut. Naja, vielleicht kriegen wir es gleich mit noch ein bisschen Glätten hin. Genau, Feintuning. Ja gut, war das, die Fahrrinne muss halt ausgebaggert werden. So. Ja genau, das werden wir gleich auch nochmal machen. Wir werden jetzt aber erstmal schon mal die ersten Fahrzeuge draufschicken. Ja, ganz wichtig, weil wir wollen sie anschmeißen. Genau, da haben wir hier unsere Schiffswerft. Wir brauchen ein Schiff, ein Cargo-Schiff brauchen wir. Ja, was das die drei Produkte laden kann. Genau, wir brauchen Stahl, Kanne, Kohle und Eisen. Das wäre die Axalp. Vandal kann es nicht. Der ist zu langsam. Der Merlin? Die Schaffhausen könnten wir. Zu langsam. Die Schaffhausen? Die fährt 32. Aber die Merlin könnten wir auch. Die fährt auch 32. Ja gut, dann nehmen wir die Merlin. Ich hau für den Anfang 10 Stück drauf. Ja. Für die Wegstrecke. Genau. Und dann wollen wir auf diese Linie. Okay, hat auch geklappt. Es ist echt immer aufregend, muss ich gestehen. So, jetzt müssen wir hier natürlich noch sagen, in Lorch sollen die, wir hatten jetzt gesagt, links Eisen, ne? Links Eisen und Kohle, rechts Holz. Mhm. Also machen wir jetzt noch auf der Linie. Die setzen wir auf 8. Ne, auf 5 als Haupt. Mhm. Hat geklappt. Und als Neben 7 und 8. Genau. So ist der Plan.
So, die Produktion geht schon los. Hier haben sie schon rausgepatscht. Jetzt müssen wir der Linie noch etwas sagen. Sie soll bitte alles vollladen und 50-50 laden. Laden nur Eisen und Kohle. Und davon jeweils Hälfte, Hälfte. Und soll laden. Falscher Hafen. Oh, Zittau, ja. Stimmt. Da soll er nur Stahl laden erstmal. Da soll er nur Stahl laden. Ja, das war der falsche Hafen. Dann machen wir das hier nochmal. Gut. Und den Zittau machen wir dann auch nicht vollladen, sondern laden, wenn vorhanden. Und hier machen wir vollladen. Maximale Halt 3 Minuten. Aber er wird eh gleichmäßig beides raushauen. Deswegen wird das nachher auch passen. So, haben wir hier schon. Wir könnten die Schiffe ja nochmal ein bisschen ummalen. Guck mal, wie geil. Wie die alle hier in Kreisel machen. Ist ja Wahnsinn. Okay, so, Fahrzeuge verwalten. Die malen wir jetzt in dem hellen Türkis. Damit wir sie erkennen. Oder haben wir die jetzt auch so? Ne, das ist schon die erste. Da auf dem sind ja die drauf. Genau. Gut, okay, das läuft. Das heißt, die bringen das hierher. Die produzieren schon Stahl. Und dann haben wir natürlich schon die erste Sache soweit fast fertig. Wollen wir hier unten nochmal kurz rumwühlen. So, hier ein bisschen freiräumen. Sagen, dass man die Ecken und Kanten. Ja. Ein wenig ausbessern. Da fahre ich, ne? Auch in der Mitte da. Dunkel. Die Untiefe. Genau. So, jetzt gucken wir uns natürlich nochmal an, wie die jetzt fahren. Okay, da haben wir ein Ding schon mal rausgenommen. Ich glaube, den müssen wir noch wegnehmen. Ah, das muss so bleiben. Okay, ist jetzt nichts Dramatisches. Ist nachher eine Feintuning-Geschichte. Das kriegen wir alles hin. Gut, jetzt müssen wir uns um die Holzproduktion kümmern. Ja. Denn Stahl wird jetzt produziert. Das müssen wir nachher natürlich auch noch rüberschleppen. Ne? Mhm, das müssen wir noch zur Fabrik kriegen. Könnte man jetzt erst mal mit LKWs arbeiten. Damit es auf jeden Fall läuft, oder? Stimmt, das könnten wir machen. Eine LKW-Linie. Hier rauf, hier runter. Können wir ja beim Eisen können wir es ja abholen. Eisen abholen. Ja, mit Abladeterminal. Ja, ja, können wir beim Eisen abholen. Hier raus. Hier rum. Hier rüber. Ja, und da müssen wir noch ein Terminal hinsetzen, wo wir die Maschinen erst einmal rüberbringen zum Güterverteiler in Lorsch. Habe ich Idee. 100 Meter lang. Beide Seiten. Ausbaufähig. Wenn dann natürlich auch noch mitten in die Stadt rein damit. So. Ach komm, machen wir gleich schon mal 3-3. Könnte man eigentlich mit Gütertraum machen, auch in die Stadt rein. Elektrifiziert, habe ich verstanden. Aber warte. Dann bauen wir hier noch eine Straße vorher lang. Die wir uns dann kaufen. Ja, auch das.
jetzt will ich nicht mehr gerade, sondern jetzt will ich so leicht schräge. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Gut, daran dann. Das Teil hier. Wir machen das jetzt mal spaßeshalber so. Und 10 Meter Straße. Ja, alles klar, wie geplant. 10 Meter Stadtstraße haben wir auch. Ach, wir haben ja hier nur die alten. Leipzig Bauernhof, verlassene Industrie. Okay. Oh. Ja, das ist jetzt so. Das kann ich nicht mehr ändern. Ist auch nicht schön. Konfigurieren. Nehmen wir weg. Nehmen wir auch mal weg. Konfigurieren. Stadtstraße. Stadtalt. Stadtalt ist die andere. Genau. So, dann hätten wir das nämlich auch schon mal und wir könnten es nachher noch ausbauen, auch bezüglich Ladestationen und Co. Also Lagerkapazitäten. Ja, und wir sollten da vielleicht auch schon eine Linie drauf ist. Weil abliefern tun wir ja links an dem Abladepunkt, oder? Die Tram ist ja jetzt nur für den innerstädtischen erst einmal, oder? Mhm, genau. Müssen halt nur gucken, wie wir jetzt am besten hin und zurückkommen. Weil hier unten geht ja die Straße lang. Wenn wir uns die jetzt krallen, ne? Glaube ich, wäre das gar nicht so schlecht. Unten bleiben. Auto. Rückweg meinst du? Aus dem Tunnel und dann. Beides, ne? Hin und rückweg. Ja. So, jetzt gehen wir hier schon mal leicht hoch. So, dass wir dann hier raufkommen. Nee, gar nicht. Eigentlich wäre es am besten, wenn wir hier hinten. Wenn wir hinten auf die Kreuzung mit drauf kämen. Auf die Strecke hinten drauf, ja. Genau. Auf die Strecke hinten mit drauf. Ja, dann. Das wäre eigentlich so das Beste. Das sieht auch scharf aus. Das eben, ne? Ja, ja. Mhm. Ja, ja. Ja, ich habe einen leichten Delay heute. Ja, ich weiß. Ich kann da nichts gegen machen, Mann. Nee. Doch, okay. Ein paar hundert Kilometer zu viel. So ungefähr. So, dann müssen wir noch eine neue Linie haben. GT Gütertruck. Ja, GT. LO. Genau, da. LO. Hafen. Na gut, der muss ja im Prinzip Stahl und Holz liefern. Hafentransferwerkzeug. Ja. GT. LO, Hafentransferwerkzeug. Das heißt hier nach Unterlorch. Da einmal hin, mitten auf der Straße wenden, genau. Ach, jetzt fährt der Fernbus auch noch hier lang, oder was? Komm. Die Ferntram meinst du? Nee, Fernbus, ja. Der Fernbus. Brauchen wir noch einen Wegpunkt? Ja, das machen wir. Achso, für den jetzt hier, ja.
Also nicht auf der Straße umkehrt. Genau, da soll er langfahren. Von Unterlorch. Bitte hier nochmal dran vorbeifahren. Genau, so ist der Plan. Und da haben wir jetzt... Müssen wir hier einkaufen. Einkaufen. In Erfurt. Ja. In Erfurt. Shoppen gehen. So, wir werden ja viel fahren und wir werden Holz und Stahl fahren. Wollen wir die fahren? Die Rungen oder wollen wir andere Rungen fahren? Was haben wir noch für Rungen? Stahl. 40 Tonnen. Die Magnum? Pritsche? Kann die das? Ja. Für die Masse. Bei dem Amerikaner hätten wir noch was. Bei welchem? Bei dem kleineren Peterbilt war doch, glaube ich, auch noch Rungengewässer und dabei war da oben. Nee. Vielleicht vor Holz dem... da? Nee, auch nicht. Das hat keine Rungengewässer. Okay. Also fangen wir erst mit Solo Renaults an. Entweder das oder wir nehmen die. Ja, zum Ding tendieren zu dem 40-Tonner. Ja, das fasst das Doppelte an Leistung. Fangen wir mit 10 Stück an. Ja. Und werden da mit Sicherheit noch reinschmeißen. Gütertruck. Lorch Hafentransfer. Dann brauchen wir natürlich von da aber auch noch eine Linie, die reinführt in die Stadt. Weil wir müssen ja noch abliefern. Und zwar haben wir die Maschinen hier in dem Bereich. Die kommen hier rum rein. Da wäre ja dann noch die Straßenbahnlinie. Ja. Kommen wir so oder so ran an die Straßenbahn. Ich würde es rüber an die Ding geben, an den Verteiler, um ehrlich zu sein. Dann kann der Zug auch noch was mit zurück nach Erfurt nehmen. Erst einmal, damit wir genügend Abforderungen haben. Aus dem Netz. Okay. Können wir auch machen, klar. Ich würde da ein Pendel rüber machen. Da könnte man leistungstechnisch die Elaine nehmen, die ja neu kam. Oder ist die noch nicht da? Doch, Elaine ist da. Ja, dass man rüberfährt und dann... überpendelt, dann kann der Hafen was mitnehmen nach Leipzig. Das kann überall dann schon mal verteilt werden. Dann haben wir zumindest mal die Abforderung da. Dann können wir ja uns für einzelne Linien nochmal Direktlinien entscheiden, die nächsten Folgen. Maschinenpendel von hier darüber. Ja, da werden wir wahrscheinlich noch mal ein bisschen was machen müssen. So, Hinweg. Und da müssen wir noch ein paar Schienen in die Straße rein reisen. Ja. Da bin ich bei dir. Besten über die Wegpunkte da unten, oder? Ja gut, da kommt Gelb, Blau und so weiter zusammen. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Halt-Ding, der frei ist. So, und dann machen wir es jetzt ganz anders. Gehen wir jetzt radikal vor, nehmen die Straße weg und bauen die in die Hauptstraße ran. Bist du? Ich mach das jetzt einfach mal. So, jetzt weiß ich, was du meinst. Straße. Uiuiui, kommen gerade wieder neue Fahrzeuge. Die 9er meinst du? Ist ja der Wahnsinn. Die fahren 120.
So schnelle Straßen haben wir gar nicht. Schon hart, ja. Hier geht's. Ne? So. Die Rungen wären natürlich auch noch eine Idee. Auch ein Stil. Können wir die noch ausbauen? Ein Gebäude wird entfernt, dann können wir die auch noch ausbauen. Achso, wir haben ja die alten, ne? Ja, wir haben alte Straßen. Ein neumodisches Zeug. Neumodischen Kram wollen wir nicht haben. So, dann brauchen wir noch einen Wegpunkt. Und Ausbau, Straßenbahn, Schienen. Auch stromifiziert, genau. Und eine Ampel muss noch weg. Und noch eine Ampel muss weg. Dann brauche ich den Bus. Genau den. Linie verwalten. Dann kommt Wegpunkt 2 weg. Das hättest du gerne. Dafür kommt von dem Oberlorch die Haltestelle hier hinzu, wollte ich gerade sagen. Und dann haben wir hier schon mal ganz viel geschaffen. Guck mal, wie viele Autos hier jetzt langfahren. Mhm. Auf jeden Fall den Kreisel mit entlastet. Hier unsere Abfahrt, die wir gebaut haben. So muss das. Ach, da kommen schon die ersten Rungen-LKWs an. Rettet. So, da hatte ich jetzt genau die grüne Linie. Das heißt, da möchte ich Auge an. Den brauche ich. Nein, den Maschinenpendel brauche ich. Der kommt von Lorch Nord. Soll der bitte über den Wegpunkt hier hinten zurückfahren? Echt? Ist das dein Ernst? Okay, dann in Lorch West nimmst du bitte mal 4. Ja, alles klar. Dann haben wir da auch für Besseres gesorgt. Dann muss ich hier noch einen Wegpunkt haben. Muss ja alles seine Ordnung hier haben, ne? So, von Lorch West aus fährst du bitte hier lang. Dann gerade durch, gerade durch, gerade durch. Hier ruf. Einmal bitte wenden. Wo haben wir da unsere. Das einzige Terminal, was noch frei ist. Oder ist da gelb mit drauf? Ne, sieht nicht so aus. Aber rot braucht, glaube ich, nochmal ein paar Trams. Ja, oder größere Trams. Da ist drauf, 21. 8 Fahrzeuge. Da wäre dann wahrscheinlich die LVS, ne? Ja, aber die Straßen sind nicht schnell genug. Stimmt. Also dann wäre eigentlich die George, aber die George kann kein Sprit. Nee, die Georg kann kein Sprit. Ich würde einfach, wir haben jetzt auf 8 Fahrzeuge, ich würde einfach mal verdoppeln. Ja, okay. Das können wir auch machen. So, dann brauchen wir jetzt für die andere natürlich auch nochmal ein paar Trams. Die wackeln jetzt alle hier raus, genau. Die, die rüberfahren. Die bringen ja nur Maschinen, ne? Ja, die bringen nur Maschinen. Da könnten wir die Georg fahren lassen. Eher eine Option, wenn wir auf elektrisch gehen. Oder die Elaine, die hat dann mehr Leistung. Und könnte 10 Wagen ziehen.
Dann drücken wir einfach mal die Lane da rein. Ich kaufe erstmal 5 Stück, weil so viel werden wir am Anfang nicht haben. Da haben wir noch kein Holz. Leuchtmaschinenpendel. So, jetzt haben wir den Kreislauf quasi geschlossen. Das heißt, jetzt dürfte auch der hier hinten gleich Stahl produzieren wollen, wenn wir Holz hätten. Die ersten ankommen. Gucken jetzt mal, wie sieht das hier im Hafen aus. Sieht super aus. Ist überhaupt schon einer unterwegs? Der erste fährt los. Mit 63 und 63. Okay, der möchte gerne losfahren und das andere Schiff sagt, Moment, ich park schon mal ein, während du noch ausparkst. Ja, beim Flugzeug würde das jetzt heißen T-Cas, T-Cas, T-Cas. Collision Alert, Collision Alert. Mhm. Ja, in der Schifffahrt heißt das einfach nur Krach, es war eine Havarie. Ruf doch mal bitte die ZSUK an. Oh, hier ist es besser. Maßarbeit. So, der hat 28 und 28 geladen und der hat 2 und 2 geladen. Das ist auch super. Wir müssen jetzt natürlich alle erstmal so ein bisschen ihren Takt finden. Ne? Was haben wir da jetzt? Guck mal, der ist schon mal voll geladen. Das ist gut. Wir könnten natürlich... Ne, machen wir jetzt nicht. Lass uns jetzt erstmal langsam alles anfangen. Wir müssen jetzt erstmal sehen, dass wir jetzt Holz noch produzieren. Brauchen wir jetzt noch Holzanlieferungen? Da hatten wir jetzt gar nicht gefragt, was da jetzt wie und so, ne? Hm? Bitte? Da hatten wir jetzt gar nicht gefragt, was und wie und so. Boah, ich würde sagen, da kommt ein Hafen hin und ein LKW-Terminal oder ein LKW-Ladepunkt zum Abladen. Also buddeln wir wieder, damit wir hier einen sauberen Hafen hinkriegen. Warte, hier oben. Ups. Muss ja nicht zu groß werden. 4 Terminals reichen ja. Ja, muss nicht so ein extremen Kram wie eben werden. Können wir ja dann immer noch ausbauen. Genau, wir müssen natürlich mit der Option planen, das Ganze auszubauen. So, wir brauchen jetzt Schiff. Die Höhenlinien können aus, danke. Schiff. So, Hafenbau. Das Ding nehmen wir schon mal weg. Dann bauen wir an. Nee, das reicht erstmal für den Anfang. Ausbauen können wir immer noch. Genau. So, das heißt, wir brauchen Anlegestellen. Jeweils wieder einer pro Seite. Das haben wir ja schon gelernt. Ja, wir wollen ja genügend Brettchen auch wieder mitnehmen. Genau. So, hier drüben haben wir auch schon alles. Das heißt, wir bräuchten jetzt noch eine weitere Linie. 2 weitere Linien brauchen wir eigentlich. Noch 2. Ein LKW-Terminal, ja, ja. Der Bürgermeister hat in der Ausschreibung den Wald nebendran auch noch angefordert. Welchen Wald nebenan? Den hier auf der anderen Seite? Nee, der bei Zittau drüben, neben dem Sägewerk. Dass der angebunden wird. Ja, aber nicht mit Schiff. Nein, mit LKW. Dann machen wir jetzt erstmal nochmal eine Schiffslinie. Ja. Und dann machen wir die LKW-Linien. Das stimmt. Schiffslinie. Weil das werden wir wahrscheinlich dann in der nächsten Folge vervollständigen, oder? Zittau.
Vielleicht noch. Bretter. Produktion. So, Äuglein an. Ebruchwald. Neue Industrie, sehr gut. Da. Bretterproduktion. Das heißt, von hier aus werden wir dieselbe Route machen, wie wir eben schon hatten. Dann gehen wir hier rüber. Es wird wieder ein bisschen frickelig, aber das machen wir jetzt einfach so. Das hat eben funktioniert. Ich hoffe jetzt, dass es wieder funktioniert. Oder sagen wir es mal so, ich gehe einfach mal davon aus, weil die Aussichten sind gut. Dann gehen wir weiter bei die. Boah, ich habe ein bisschen Bammel immer bei dem Ganzen, weil ich weiß, dass es schon oft abgestürzt ist heute. Aber ich lasse mich von dem Spiel nicht unterkriegen und ich glaube an das Spiel, weil es ist ein tolles Spiel. Und das könnte alle bestätigen. War das? Du bist aber auch der, der dir immer die Extreme ausloten möchte. Ja. Wie war das in der letzten Staffel? Der Zug dreht nicht um. Ja, das stimmt. Der ist wirklich nicht umgedreht. Na? Du schaffst es, du schaffst es. Na komm, du hast es eben auch geschafft. Sei ein feines Spiel. Der Kreis dreht sich noch. Also arbeitet das Spiel noch. Ah. Jawohl. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. So. Und dann gehen wir auch schon rüber. So, wenn das Kreuz weg ist, also wenn das Pluszeichen weg ist, dann arbeitet er wieder. Aber ich bin auch da positiver Dinge, muss ich ganz ehrlich sagen. So weit wechseln wir jetzt auch wieder nicht. Ne, das müsste eigentlich besser hinkriegen als beim anderen schon. Ja, Leben am Limit. Am Spiellimit. Ja, aber da haben wir doch schon den Folgentitel, Leben am Limit. Ja, könnte man so schreiben, ja. So, und auch da werden wir, obwohl das können wir auch so lassen. Dann haben wir zwei voneinander unabhängige. Gut, Hochseeterminal wollen wir natürlich nicht eins haben, sondern wir fangen an mit der 9. Und wollen alternativ die 6 haben und die 3. Genau so wollen wir das haben. Und hier hinten fangen wir an mit der 1. Und nimm dazu die 2 und die 3. Gut, dann können wir da auch schon die ersten Schiffchen draufladen. Ja, irgendwas, was Holz und Bretter kann. Irgendwas, was Holz und Bretter kann. Das wäre auch die Merlin, aber... Kann das nicht auch? Doch, die Axalp könnte das auch. Nochmal da auf der Strecke die Axalp. Und wenn wir nachher mehr brauchen... Aber der hat natürlich viel mehr Leistung, der andere, ne? 800 zu... 100, Ladegeschwindigkeit, nimm die Merlin. Ich denke auch, Merlin. Auch da gehen wir mit 10 ins Rennen. Schiffslinie, Bretterproduktion. Nochmal zuckeln und ruckeln, Daumen drücken, vorwärts geht's. So, jetzt müssen wir nur noch das Holz an den Hafen kriegen. Fahrzeuge verwalten, ist ein schönes Gelb. Wunderbar. Gucken wir uns an, hübsch. So, jetzt machen wir eine kurze Runde hier. Holt das Holz. Gebäude, das Ding, eine Seite. Aber, na gut, ist auch egal, welche Seite. Land neu, bitte. Die Terminals, oder? Warte mal, wir fahren so rum. Ja, was hast du?
Ja, du hast die drei Terminals schon ausgewählt, sehr schön. Rein, rum, raus, ja. Aber auch schon. Da könnten wir schön die Straße langlegen in die Schneise. Das war auch mein Gedanke, ja. So, Zittau, Wald, ich weiß gar nicht, Wald 1, Wald 2 sogar, ach, das gibt's aber gar nicht, Hashtag 2. So, dann müssen wir hier noch irgendwie abliefern. Damit, na, wie war das, Auswurfstelle für den Paperboy. Helfen. Eine kleine Wende. Eine kleine, ja. Ich halte mich zurück. So, Güterhaltestelle natürlich an der Stelle wieder. Schön am Hafen. Und dann haben wir auch schon wieder fertig die Linie. Eine neue Linie. Und zwar ist das eine Güter-Truck-Linie. Die wollten, da fahren ja nur Trucks, ne? Ja, ja. Bürgermeister hat Trucks bestellt. Wald, warte mal, Zittau, Wald, Bretter, das heißt hierher fahren und dort abladen. War klar, war aber auch klar. So, Zittau Wald wollen wir natürlich sagen, noch zwei dazu und drei dazu und warten auf voll. Zumindest ein bisschen, weil da liefern wir nur an. Wegpunkt. Nach der Goethestraße. Fangen wir den Wegpunkt an und dann läuft das eins. So, wir haben ja hier ein Fahrzeugdepot. Das heißt, wir können hier jetzt die 9 MANs draufschmeißen. Die können nämlich auch Holz. Fahren 220, aber finde ich jetzt nicht dramatisch. Schawupp. Achso, Scanias. Die Scanias haben wir auch gleich gekriegt. Ja, ja. Könnte man natürlich auch nehmen. Auch 10 Stück. Leistungstechnisch geben die sie ja nichts. Nö, es sind im Grunde genommen dieselben, ne? Zittau und Waldbretter. Und für die andere Linie, die wir ja dann noch brauchen, über die Beltbrücke, können wir ja dann vielleicht nochmal New Gen Benz nehmen. Da gibt es ja den mit dem Ladekran. Ja, das stimmt. So, das ist dann so ein blasses. Oh. Der beschleunigt aber da. Gut, die fahren darüber. Die Produktion hat begonnen. Das ist auch schon mal sehr, sehr gut. Dann wollten wir ja noch hier drüben das Holz holen. Aber wir sind bei 49 Minuten. Manu hatte schon recht vorhin. Hier liegt schon ein bisschen was rum. Das ist auch gut. Aber wir haben natürlich auch vorgesorgt. Mit 3400 Kapazität ist das schon echt. Da können wir uns nicht beschweren. Ist die Kurve echt so eng? Ja, alte Straße noch. Müssen wir mal die Straße erneuern. Kommen ja kaum aneinander vorbei. Kommt auf dem Fahrrad drauf an, ne?
Ja, ob mit oder ohne Spiegel. Aber es ist ja, wie war das mit diesen neuen elektrischen Spiegel haben ja einen guten Grund. Sehr weniger verschleißanfällig. Auf Abreißen. Hast du das jetzt hinhauen? Hier stapelt sich das natürlich schon, das ist sehr, sehr gut. Die freuen sich auch schon auf eine Produktion. Dann müsste jetzt, ist schon das erste Eisen angekommen. Nein, das erste Eisen müsste jetzt hier sein. Ja, sehr gut. Das heißt, die erste Lieferung gucken wir uns an, natürlich in einer weiteren Folge Transport Fever 2 hier auf Kante Zockt. Vielen Dank fürs Zuschauen, vergesst das Däumchen nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Kante mit dem Manu. Tschüss. Tschüss.